Joachim Thiele hat einen guten Job, ein tolles Haus und eine perfekte Familie. Doch dann ergibt ein DNA-Test, dass seine über alles geliebte Tochter Anna weder sein leibliches Kind noch das seiner Ehefrau Charlotte sein kann. Das Kind der Thieles wurde nach der Geburt im Krankenhaus vertauscht. Diese Neuigkeit sorgt auch für heftige Konflikte zwischen den Eheleuten. Charlotte will ihr leibliches Kind unbedingt kennenlernen. Und ich schwöre, ich werde mein Kind finden. Aber Joachim ist dagegen. Er hat zu große Angst, Anna zu verlieren und will die Familie so, wie sie ist, zusammenhalten. Der Streit eskaliert immer mehr. Schließlich wird Charlotte die Kellertreppe hinuntergestoßen und eingesperrt. Joachim wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass er damit in seiner Verzweiflung verhindern wollte, dass seine Frau Kontakt zu ihrer leiblichen Tochter aufnimmt. Herr Thiele, Sie sollen Ihre Frau die Kellertreppe hinabgestoßen haben und sie dort nicht nur verletzt liegen gelassen, sondern sogar eingesperrt haben. Wollen Sie sich dazu äußern? Natürlich möchte ich mich dazu äußern. Ich habe nichts gemacht. Ich liebe meine Frau. Sie und meine Tochter Anna sind mein Leben. Ja, und Herr Staatsanwalt geht ja gerade davon aus, dass Sie genau dieses Leben auch schützen wollten damit. Ihr Familienleben. Natürlich möchte ich meine Familie schützen, aber nicht so, nicht mit Gewalt. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, aber nach all den Vorfällen liegen bei meinem Mandanten einfach die Nerven blank. Es geht alles den Bach runter. Hätten wir bloß niemals etwas erfahren, dann wäre jetzt alles okay. Aber so, meine Tochter, die ist total am Boden zerstört. Meine Ehe ist kurz vor dem Aus und ich wohne im Hotel. Nehmen wir an, Sie reden jetzt davon, dass Sie erfahren haben, dass Ihre Tochter nicht wirklich Ihre leibliche Tochter ist, ja? Ja, das ist ein riesiger Schock für uns gewesen. Naja, ich habe mal versucht, mir das vorzustellen. Ich bin selber Vater. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Das ist mir schon klar. Das muss ein unglaublicher Schock sein. Ja? Ja. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Ja, wir waren total verwirrt und wussten nicht, was wir machen sollten. Vor allen Dingen nicht, was wir Anna erzählen sollten. Das Kind ist mitten in der Pubertät, 15 Jahre. Die hat genug mit sich selbst zu tun. Wir dachten, wenn wir jetzt erzählen, dass wir nicht die leiblichen Eltern sind, dass die das total aus der Bahn wirft. Sagten Sie gerade, wir dachten? Wie hatten Ihre Frau das gesehen? Am Anfang ja genauso. Das war's ja. Aber dann, wissen Sie, Charlotte ist eine ziemlich neugierige Frau. Und dann sind wohl noch ihre Mutterinstinkte durchgekommen. Und dann auf einmal wollte sie ihre leibliche Tochter sehen. Auf jeden Preis. Um jeden Preis. Und das hat Ihnen Angst gemacht, oder? Ja, natürlich. Aber ich hatte Angst, meine Tochter zu verlieren. Ich dachte, Charlotte bringt damit eine Lawine ins Rollen, die nicht mehr zu stoppen ist. Ich habe das Kind 15 Jahre lang großgezogen. Ich wollte doch einfach nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde es ja ganz toll, ja, was für eine enge Beziehung Sie zu Ihrer Tochter haben. Aber genau darin liegt Ihr Motiv. Sie wollten mit allen Mitteln die Familie zusammenhalten. Und als dann Ihre Frau auch gegen ihren Willen Ihre leibliche Tochter aufsuchen wollte, um mit ihr zu reden, da haben Sie sich daran gehindert. Wussten Sie denn am 3. November schon, wer Ihre leibliche Tochter ist? Ja. Wir haben einen Privatdetektiv beauftragt und der hat zusammen mit meiner Frau herausgefunden, dass Anna in Wirklichkeit die leibliche Tochter von einer Frau Volkerts ist. Lydia Volkerts. Das ist die Frau, die unsere leibliche Tochter großzieht und Mathilda genannt hat. Und Ihre Frau wollte doch an diesem 3. November mit Mathilda reden. Und darüber hat sie doch beim Frühstück informiert. Sie wollte ja die Wahrheit sagen. Ja. Ja, genau. Genau. Und deswegen haben Sie auch gestritten beim Frühstück. Ja, weil sie nicht meiner Meinung war. Mhm. Die ist so dickköpfig. Aber das ist es ja. Ich hätte sie eh nicht davon abhalten können. Ja, aber in dem Moment konnten Sie es gerade noch verhindern. Und das haben Sie auch. Nein. Nicht? Nein. Sie haben vielleicht gehofft, dass Sie Ihre Frau doch noch umstimmen können. Ja, natürlich habe ich das gehofft. Aber deswegen nicht die Treppe runtergestoßen. Als das passiert ist, saß ich mit Anna, meiner Tochter, im Auto. Wie ist es denn eigentlich inzwischen? Haben Sie inzwischen Ihre leibliche Tochter kennengelernt? Die Mathilda? Nein, die habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Mensch, Anna, ich kann gar nicht verstehen, warum sich Mathilda und Frau Volkerts noch nicht gemeldet haben bei uns. Jetzt will jeder Bescheid weiß. Boah, Mama, kannst du auch einmal über ein anderes Thema reden? Ewig nur Mathilda oder Frau Volkerts. Anna, Süße, du weißt doch, dass ich dich ganz lieb habe. Ja, nee, du wirst immer mein Kind bleiben, das weißt du doch. Kannst du nicht ein bisschen verstehen, dass ich Mathilda kennenlernen will? Ach Gott. Ach komm. Ach, Süße. Ach, Frau Volkerts, hallo. Hallo, Frau Thiele. Anna, komm mal her. Schau mal, das ist deine leibliche Mama Lydia. Hallo, Anna. Guten Tag. Das ist Mathilda. Mathilda, hallo. Hallo. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja. Geht's dir gut? Ja, sehr.
Herr Vorsitzender, nicht nur mein Mandant hatte ein Motiv. Auch Lydia Volkerts wollte auf keinen Fall, dass ihre Tochter Mathilda von dieser ganzen Sache erfährt. Sie ist alleinerziehend und Mathilda ist ihr einziger Lebensinhalt. Sie hatte einfach Angst, ihre Tochter zu verlieren. Und das wollte sie nicht. Das können wir dann später mit ihr direkt klären. Aber im Moment vernehmen wir jetzt als nächstes mal die Ehefrau des Angeklagten. Charlotte Thiele, bitte. Tag, Frau Thiele. Hallo, Entschuldigung. Schönen guten Tag. Das ist meine Tochter Anna. Sie würde wahnsinnig gerne hier im Saal bleiben, solange ich meine Aussage mache. Das ist das möglich? Das geht in dem Fall leider nicht, Frau Thiele. So leid man das tut, aber die Anna ist ja selbst als Zeugin geladen. Und deswegen kommen Sie draußen. Bitte, es ist doch echt egal, wo ich sitze und warte. Ich will nicht zu denen da draußen. Na, naja, so ganz egal ist es nicht. Jetzt überleg doch mal, also wenn du hier schon mitbekommst, was die anderen aussagen, dann schmälert es natürlich schon, würde ich mal sagen, die Glaubwürdigkeit deiner Aussage. Dann ist sie vielleicht gar nicht mehr so viel wert und die ist mir schon wichtig. Also, zu wem leider. Will sie denn nicht hin? Ich will nicht zu denen wirklich. Na los, die beißen dich ja, nicht, okay? Ach Süße, komm. Ja. Also bitte. Sitze ich da? Bitte, nehmen Sie mal hier Platz. Vielleicht können wir, wieso wollt sie denn nicht draußen warten? Was hat sie für ein Problem? Weil draußen ihre leibliche Mutter, Lydia Volkerts, wartet zusammen mit ihrer Tochter, beziehungsweise meiner leiblichen Tochter, Mathilda. Mathilda ist hier? Darüber können wir dann später noch sprechen. Zunächst aber muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Zu den Personalien, Sie heißen Charlotte Thiele, 35 Jahre alt. Sie wurden in Kanten, Sie sind verheiratet, Hausfrau. Und als Ehefrau des Angeklagten können Sie frei entscheiden, ob Sie überhaupt hier aussagen wollen. Ja, ich will auf jeden Fall aussagen. Ich hatte ja keine Ahnung, zu was mein Mann alles fähig ist. Ach, jetzt, weil ich fähig bin, du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich das getan habe, natürlich, oder? Natürlich, außerdem war keiner im Haus. Wer sonst heute mich die Treppe runtergeschmissen haben? Mein Gott, Charlotte, ich würde dir sowas niemals antun. Das hat deine Ex am Anfang auch gedacht. Meine Ex? Ja, ich weiß mittlerweile Bescheid. Ja, da brauchen Sie gar nicht so irritiert zu tun. Gegen Sie wurde bereits wegen Körperverletzung ermittelt, weil Sie Ihre Ex-Freundin im Streit geschlagen haben sollen. Das sind alles nur Falschaussagen gewesen. Die Frau ist einfach nicht damit klargekommen, dass ich mit ihr Schluss gemacht habe. Da ist sie gleich schnurstracks zur Polizei gelaufen. Genau. Aber das war's, da ist nichts passiert. Und außerdem wurde das Verfahren eingestellt, weil die Frau ihre Aussage zurückgezogen hat. Natürlich zurückgezogen, wie so viele Frauen. Oder weil sie Angst vor ihm hatte. Ja? Ist doch so, dass Ihr Mann schnell wütend wird, wenn man nicht macht, was er will. Sehr und sogar. Beim Frühstück damals am 5.11. war es doch genauso. Ja, er ist total ausgeflippt. Also, worum ging es denn dabei? Es ging um Mathilda. Ich habe ihm beim Frühstück gesagt, dass ich herausgefunden habe, dass Mathilda samstags immer beim Tanztraining ist und dass ich hinfahren will, um ihr die Wahrheit zu sagen. Und das hat Ihren Mann so wütend gemacht? Er ist total durchgedreht. Er hat nur noch rumgeschrien, hat gesagt, ich verbiete dir, irgendwas zu tun in der Sache. Er ist genauso durchgedreht wie damals, als er gedacht hat, ich hätte ihn betrogen. Och, jetzt hör doch mit diesen alten Geschichten auf. Was hätte ich denn denken sollen? Ich weiß, dass du mir nicht geglaubt hast. Das habe ich ja auch verstanden. Hast du dir mal überlegt, was ich gedacht habe? Ich hatte dich nämlich nicht betrogen. Ich konnte gar nichts dafür. Und ich konnte auch nicht verstehen, warum Anna plötzlich nicht dein Kind sein sollte. Und worum geht es dabei jetzt gerade? Ja, wohl nicht um den 5. November, oder? Nein, es geht um den Tag, als wir rausgefunden haben, dass Anna nicht unser gemeinsames Kind ist. Wie haben Sie denn das überhaupt rausgefunden? Das war ein Zufall. Wir waren beim Blutspenden zu dritt und Joachim und ich haben Blutgruppe A, Anna hat Blutgruppe B und das ist biologisch natürlich nicht möglich. Ich habe da mal was drüber gelesen und das hatten wir uns von einem Arzt bestätigen lassen. Ja, du Schlauberger, ich bin jetzt dran, okay? Jedenfalls hat er tagelang rumgeschrien, ließ sich überhaupt nicht, obwohl ich ihm tausendmal gesagt habe, ich habe dich nicht betrogen und du hast mir nicht geglaubt. Sie haben ja auch noch einen DNA-Test machen lassen, richtig? Ja, im Anschluss. Und danach war klar, dass weder er noch ich leibliche Eltern von Anna sind. Ich weiß noch an dem Tag, als der Brief kam, ich war aufgeregt. Ich wollte eigentlich auf Joachim warten, bis er vom Arbeiten zurückkommt. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, dann habe ich aufgemacht und dann war ich geschockt. Na ja, da zieht's ja mächtig den Boden unter den Füßen weg, würde ich sagen, wahrscheinlich. Und Ihr Mann, wie hat der reagiert darauf? Der war auch am Boden zerstört. Am Anfang haben wir wahnsinnig zusammengehalten, vor allem weil Joachim kapiert hat, dass ich ihn natürlich nicht belogen habe. Ja? Das hat uns ja zusammengeschweißt für den Moment. Daran kannst du dich wieder erinnern, ne? Aber dass du mir versprochen hast, die Sache nicht weiter zu verfolgen, das hast du mal ganz schnell vergessen. Das stimmt gar nicht. Doch, doch. Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt viel nachgedacht und irgendwann wurde mir klar, dass da draußen mein Kind rumläuft, das ich auf die Welt gebracht habe. Und
dann wollte ich natürlich mehr wissen. Und ich habe einen Detektiv beauftragt. Und als dann klar war, dass Mathilda Volkerts meine Tochter ist, da wollte ich sie natürlich kennenlernen. Das muss man doch verstehen, ja, oder? Ja, ich finde das total egoistisch. Weißt du eigentlich, dass viele Leute jetzt am Leiden sind wegen deiner Entscheidung? Das ist nicht fair von dir, ja, verdammt! Lass mal, nein, bitte. Im Moment jetzt kein Streit hier. Aber jetzt bleiben wir wieder bei dem 5. November. Wie ist denn da der Streit weitergegangen? Es war so, Anna war schon draußen beim Auto, weil die beiden wollten Tennis spielen gehen. Sie hat dann noch Joachim gerufen und der ist dann auch raus. Zumindest habe ich das gedacht, weil in Wahrheit ist er ja wieder zurückgekommen. Bin ich nicht? Wer sonst denn? Der Heilige Geist vielleicht? Wenn der Heilige Geist Lydia Volkerts heißt, dann ja. Das ist doch völlig absurd. Eine Frau würde niemals so zustoßen. Außerdem, wo soll die denn auf die Kurze dahin gekommen sein? Wie meinen Sie das jetzt gerade? Ja, zwischen dem Zeitpunkt, als Joachim raus ist und dem Moment, wo ich die Treppe runtergefallen bin, da ist keine Minute vergangen. Ich bin nur noch und habe den Küchentisch gewischt. Und dann bin ich zur Kellertür und wollte den Einkaufskorb holen. Und dann, den Moment muss er abgepasst haben, um mich zu stoßen. Und dann hat er mich da unten verletzt liegen lassen. Laut Ärzte im Gutachten, das können wir bei der Gelegenheit verlesen, haben Sie mehrere Hämatome im Oberkörper und am Kopf erlitten, ein leichtes Schädel-Hirntrauma und ein Oberschenkel-Halsbruch. Ja. Ich bin mit dem Kopf an die Wand geknallt und bin auf einem Zwischenpodest liegen geblieben. Als ich wieder zu mir gekommen bin, wusste ich überhaupt nicht, wo ich war. Ich habe fürchterliche Schmerzen gehabt. Ich habe irgendwann als an der Haustür geklingelt. Ich habe versucht, mich zu bewegen, aber es hat noch mal geklingelt. Ich habe geschrien wie am Spieß, aber es hat keiner gehört. Das Haus ist wahnsinnig gut isoliert und dann... Ja. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, die Kellertreppe hochzukommen. Und als ich oben war, habe ich festgestellt, dass die Tür verschlossen ist. War abgeschlossen. Wie sind Sie dann aus dem Keller wieder rausgekommen? Ich bin dann die Treppe wieder runtergekrochen und dann habe ich es irgendwie geschafft, ein Kellerfenster aufzumachen. Und der Schacht ist ziemlich nah beim Hauseingang. Und dann irgendwann kam der Briefträger und ich habe den gerufen, der hat mich dann gehört. Ich habe ihm dann gesagt, wo der Ersatzschlüssel ist und dann bin ich zusammengebrochen und im Krankenhaus aufgewacht. Haben Sie irgendwas vom Täter erkennen können? Nicht. Frau Thiele, der Herr Verteidiger hat vorhin ja schon den Namen Lydia Volkerts ins Gespräch gebracht. Das ist die Frau, bei der Ihre leibliche Tochter Mathilda aufgewachsen ist. Wie haben Sie die denn ausfindig gemacht? Ich habe damals in einer kleinen Privatklinik entbunden. Und uns war eigentlich von Anfang an klar, dass die Verwechslung nur dort stattgefunden haben kann. Und der Privatdetektiv hat dann rausgefunden, dass in der Nacht, in der Anna auf die Welt gekommen ist, nur eine weitere Frau entbunden hat in der Klinik. Also nämlich Lydia Volkerts. Richtig. Mhm. Und dann war das ganz einfach. Ich habe die Adresse rausgefunden und dann war ich natürlich neugierig. Und dann bin ich hingefahren und wollte ein bisschen beobachten einfach nur. Und dann habe ich Mathilda zum ersten Mal gesehen und dann wusste ich gleich, dass sie meine Tochter ist. Wieso wussten Sie es gleich? Was hat Sie da so sicher gemacht? Mathilda sieht aus, wie ich damals ausgesehen habe in dem Alter. Und sie macht sogar bestimmte Dinge wie ich. Bewegungen, das ist ganz unglaublich. Ich wollte natürlich ganz sicher sein und deswegen habe ich einen Kaugummi eingesammelt, den Mathilda auf die Straße gespuckt hat. Und dann habe ich den auch zur DNA-Analyse geschickt. Und dann hatte ich schwarz auf weiß. Und die Frau Volkerts haben Sie dann darüber auch in Kenntnis gesetzt? Ja, das war etwa 2 Wochen vor meinem Sturz. Da habe ich ihr Bescheid gesagt und sie war natürlich geschockt. Das ist ja verständlich. Die Frau Volkerts liebt Mathilda über alles. Und dann kommen Sie und sagen ihr, dass Ihre Tochter nicht Ihre Tochter ist. Wie wollten Sie denn eigentlich weiter vorgehen? Ich weiß es nicht. Mathilda kennenlernen. Und die Frau Volkerts, wie stand die dazu? Was hat die dazu gesagt? Die war von Anfang an dagegen, dass Mathilda die Wahrheit erfährt. Das wollte sie auf keinen Fall. Und ich habe sie auch ein bisschen verstanden, weil Mathilda ist ihr ganzer Lebensmittelpunkt, ja. Mhm. Aber die Frau muss mich doch auch verstehen. Ich will doch mein leibliches Kind sehen. Ich kann das auch verstehen. Ich kann meine Frau verstehen. Aber du hättest das nicht über ihren Kopf entscheiden dürfen. Aber ich habe es doch versucht mit Reden. Die Frau wollte mir den Kontakt verbieten. Versucht. Das ist nicht fair von dir, verdammt. Das ist nun mal nicht fair, immer alles. Also, die Lydia Volkerts, die hatte ganz offensichtlich Angst. Was, vor mir? Ganz genau. Und ich sage Ihnen auch, warum. Die Frau Volkerts, die kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Und da hat sie ganz schnell erkannt, dass Sie, Mathilda, ein viel luxuriöseres Leben bieten können. Mathilda, Ihre Tochter, ist Ihr einziger Lebensinhalt. Sie hatte einfach Angst, sie zu verlieren. Und deshalb hat sie sie gestoßen. Das könnte sein. Überleg mal. Weitere Fragen? Keine. Dankeschön. Dann reden wir jetzt mal mit Ihrer Tochter. Anna Thiele, bitte. Sie dürfen den Platz bleiben, ja. Unvereidigt. Hallo Anna, jetzt bist du da. Ciao. Ja, hallo. Nimm einfach da in der Mitte Platz. Ja. Puh.
Zuerst mal ganz wichtig ist, dass du hier die Wahrheit sagst. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Mhm. Du heißt Anna Thiele, du bist 15 und wohnst in Kanten. Ja, meine Eltern haben sich ja jetzt getrennt nach der ganzen Sache. Deswegen wohne ich bei meiner Mutter, also bei Frau Charlotte Thiele. Du bist natürlich ledig, gehst noch zur Schule. Mhm. Und der Angeklagte ist dein Vater. Nachdem bisher niemand der Beteiligten irgendwas unternommen hat, giltst du nach wie vor als Tochter von Charlotte Thiele und von Joachim Thiele. Und damit hast du ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, du musst nicht aussagen, wenn du nicht willst. Ja, ich will aber aussagen. Aber genau genommen bin ich ja gar nicht seine Tochter. Och, Anna, red bitte nicht so. Ey, du bist meine Tochter und du wirst immer meine Tochter bleiben. Mensch, Schatz, ich lieb dich doch. Sag sowas nicht. Du weißt, was deinem Vater vorgeworfen wird? Ja, allerdings weiß ich auch, dass er unschuldig ist. Ach so, was macht dich da so sicher? Na, ich weiß es halt einfach. Er könnte nie jemandem was antun und schon gar nicht Mama. Du warst ja an dem Morgen des 3. November auch zu Hause. Kannst du uns mal erzählen, was da genau vorgefallen ist? Ja, nicht so genau. Also ich habe gemerkt, dass meine Eltern sich jetzt öfter gestritten haben. Da war ewig dicke Luft zwischen denen, aber... Was da genau war, das habe ich ja damals noch nicht gewusst. Und den Streit? Also die haben sich ja da beim Frühstück gestritten an dem Morgen. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, ich habe nur kurz meine Cornflakes gegessen und dann war ich auch schon raus aus der Küche. War im Bad, habe mich fertig gemacht und danach aus dem Haus in der Garage. Tennissachen zusammengepackt, weil ich wollte ja mit meinem Papa wieder spielen gehen. Dann ist er auch schon gekommen und wir sind losgefahren. Mhm. Wie war dein Papa, als er da in die Garage zu dir kam? Naja, er war schon ein bisschen sauer, aber das war nicht schlimm. Ich meine, hätte meine Mutter die Kellertreppe wirklich heruntergestoßen, das hätte ich ihm angemerkt. Ich kenne meinen Vater wirklich gut. Woran hast du dann gemerkt, dass er sauer war? Er schien mir ein bisschen hektisch. Also, als wir dann losgefahren sind und an einer Kreuzung waren, da wurde es dann grün und ein Radfahrer ist nicht sofort losgefahren. Und da hat er ihn direkt angehupt und ja, er hat ein bisschen überreagiert, weil das ist total untypisch für ihn eigentlich. Er ist also total der entspannte Typ eigentlich. Er war hektisch, angespannt? Ja. Hm? Ja. Hast gefragt, was los ist mit ihm? Ja, klar. Da meint er nur, dass Mama mal wieder spinnt. Und Ende. Weiter haben wir darüber nicht gesprochen. Aber danach, als wir beim Tennis waren, da war der ganz locker, wir hatten Spaß. Also, es war wirklich noch lustig. Also, wäre da irgendwie vorher was vorgefallen, ich hätte das wirklich mitbekommen. Später warst du dann auch dabei, als dein Papa den Anruf aus dem Krankenhaus bekommen hat? Ja, ja. Da hat dann irgendein Arzt sowieso angerufen und meinte dann, dass meine Mutter im Krankenhaus liegt mit einem Oberschenkel-Halsbruch. Oh, und dass irgendjemand sie die Kellertreppe heruntergestoßen hat. Und wie hat auf diesen Anruf dein Vater reagiert? Ja, der war total schockiert, genauso wie ich. Dein Vater ist auch ein guter Schauspieler. Na Quatsch. Wir sind ja direkt ins Krankenhaus gerast. Und dann hat er sich den ganzen Weg über gefragt, was denn vorgefallen ist und wer das überhaupt gemacht hat. Also wir waren beide echt schockiert. Sowas von abgebrüht. Ich habe dich nicht die Treppe runtergestoßen. Könnt ihr mal aufhören zu streiten? Vor deinem Papa war's nicht. Genau. Anna, jetzt hör mir mal zu. Dein Papa hat mir sehr wehgetan. Und dafür muss er sich jetzt rechtfertigen. Ja, aber Papa war's doch nicht. Also ich glaube, dass du dich irrst, Anna. Ich meine, auch wenn du deinen Papa so nicht kennst, er war immerhin in einer ganz schönen Ausnahmesituation. Und er wollte in jedem Fall die Familie schützen. Ja? Und er wollte verhindern, dass deine Mutter die Mathilda aufsucht. Und außer ihm war überhaupt niemand im Haus. Das ist so nicht richtig. Es gibt da noch einen Zeugen, der bestätigen kann, dass Papa unschuldig ist. Ach so? Und wer soll das bitte sein? Mein Freund, Ben Stemmer. Ben? Woher soll der denn das wissen? Er war an dem Morgen bei uns zu Hause. Hat der etwa bei dir übernachtet? Ja, Fräulein? Kann man so sagen. Anna, verdammt, du weißt genau, dass Ben Hausverbot bei uns hat. Ja, aber das ist doch jetzt völlig egal. Ich meine, wichtig ist, dass Ben aussagen kann, dass Papa unschuldig ist. Ja, aber darüber reden wir noch mal. Das ist dir klar, oder? Oh Gott. Warum hast du vorher nichts mal erzählt? Ja, weil ich keinen Bock auf Ärger mit euch hatte, mal ehrlich. Er hätte es doch sowieso verboten. Ja, toll. Also, der hat bei dir übernachtet, der Ben. Ja. Deswegen weiß der bestimmt auch, dass Papa es nicht war. Das kann und das erzählst auch sagen. Du bis heute nicht, obwohl du weißt, dass dein Papa hier angeklagt ist. Ja, ich habe ganz ehrlich gedacht, dass wenn ich hier heute hinkomme und sage, dass es mein Papa auf keinen Fall gewesen ist, dass er dann für unschuldig gehalten wird und dass wir wieder ganz normal hier rauskommen. Ach Mensch, Mensch, Mensch. In dir sitze ich hier. Ja, da werden wir deinen Freund wohl laden müssen als Zeugen, würde ich mal sagen. Ja, das können Sie auch. Also er hat mir sowieso schon geschrieben, dass er mich abholen wird später. Und da können Sie ihn ja dann auch direkt befragen. Also der kommt sowieso? Ja, genau. Ja gut, dann hören wir mit Sicherheit an. Aber erst einmal mal mit deiner leiblichen Mutter, mit der Lydia Volkert. Du verziehst schon so das Gesicht. Ja. Hast du die inzwischen kennengelernt? Ja, ich habe sie draußen auf dem Gang mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich kennenlernen will. Ich meine, ich habe doch schon Eltern. Lass dir Zeit, Anna. Du musst nicht tun, was du nicht tun willst. Ja, ich habe mal versucht, mich in dich reinzudenken. Ich kann nur ahnen, wie du dich fühlen musst. Das ist sicher nicht so einfach, plötzlich zu erfahren, dass es da noch eine Mutter gibt, mit der man, also eine leibliche Mutter, mit der man vielleicht ja auch ein gutes Verhältnis aufbauen will. Zum anderen hat man Eltern, gefühlte Eltern seit Babyzeit.
nicht einfach. Ich wünsche dir nur, dass du es irgendwann lernst, damit umzugehen. Ich wünsche dir vor allem, dass du dich von niemand unter Druck setzen lässt. Und setze dich aber selber auch nicht unter Druck. Ne? Weite Fragen noch. Keine, dann danke. Kannst du bei deiner Mama hinten Platz nehmen. Und dann hören wir jetzt Lydia Volkerts bitte. Die Zeugin bleibt unvereidigt.